So, guten Abend, ihr Banausen. Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal der Grafikkur. Heute wollen wir uns mal die 10 besten Witcher-Mods angucken. Wenn ich sage die 10 besten, dann ist das natürlich meine ganz subjektive Auswahl. Es gibt natürlich unzählige von Mods, ja, bei dem Witcher, von der Grafik, was Gameplay und auch was Mechaniken oder sowas angeht, ne? Also da ist eine sehr, sehr breite Auswahl. Heute soll es mal um meine 10 Favoriten gehen. Die schauen wir uns erstmal hier auf Nexus Mods an. Ich stelle jede Mod einzeln kurz mal vor und im zweiten Teil des Videos werden wir dann noch einen kurzen Ausritt machen. Wir fangen an mit dem HD Rework Project. Und zwar ist das ein Projekt, was sozusagen die Texturen neu gestaltet. Ne? Das ist hier die Vanilla-Version. Hier sieht man die gemoddete. Zieht sich durch gesamtes Spiel. Ist, glaube ich, auch schon angepasst für Blood and Wine und ja, ich komme nicht auf den Namen vom anderen DLC, Hearts of Stone. Also ja, auch für die Season Pass-Besitzer durchaus interessant, ne? Macht eine ganze Menge aus. Also ihr seht es hier bei den Baumstämmen, wie gesagt, Dächern, Wasser, also ist schon eine große Modifikation, ja, die sichtbaren Effekt hat. Nummer 2 ist die Super Lightning Turbo Mod. Diese Mod verändert die Beleuchtung im Spiel. Und hat auch einen richtig tollen Effekt, muss ich sagen. Gefällt mir aber solo nicht so. Deshalb habe ich gleich noch ein Reshade dazu, weil ihr seht, sie macht es etwas blasser, das ganze Spiel. Und um denen entgegenzuwirken, habe ich ein dazugehöriges Reshade, weil die Beleuchtung verbessert sich schon stark. Ja, auch die Spiegelung und sowas. Also ist wirklich eine tolle Mod, die Superlighten Turbo Mod. Um den Nachteil so ein bisschen entgegenzuwirken, und das ist eine Ausnahme, dass das überhaupt funktioniert, denn wir schauen mal hier runter in die Installationsanleitung. Er sagt hier, ne, does this work with other Lightning Mod? Reshade und SpeedFX greifen eigentlich auch immer in die Beleuchtung ein. Aber es gibt auch Leute, die haben sich hingesetzt und wirklich passend für diese Mod dann hier nochmal Reshades gebastelt. Das heißt, es funktioniert nicht mit jedem Reshade. Das Nachfolgende, was ich hier rausgesucht habe, ist darauf angepasst und sieht sehr schick aus, wie ich finde. Hat so einen cineastischen Look, das mag ich eh. Dieses klare, ja, kein Gelbfilter oder sowas über dem Bild. Das ist was ich absolut hasse und was heutzutage eigentlich mit jedem Spiel auch irgendwo mitkommt. Macht es ein bisschen dunkler, die ganze Sache. Ist, also in Kombination diese beiden Sachen, wirklich Top-Ergebnis. Bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Ja. Die nächste Mod ist auch eine Grafikmod und zwar ist das Increased LOD, Level of Detail. Nennt man das. Das macht einfach, dass bei den Objekten, die im Spiel zu sehen sind, die Details, umso weiter die Objekte weg sind, umso weniger sind die detailliert. Diese Mod macht, dass auch weiter entfernte Objekte mehr Details haben. Da sieht man dann zum Beispiel, dass dann auf einmal Ziegelsteine einzeln erkennbar sind, wo sonst nur noch wirklich eine Textur ist und so weiter. Also wenn wir jetzt hier die Vergleichsbilder machen, da sieht man eh kaum einen Unterschied. Schon alleine deswegen, weil die nicht nebeneinander liegen. Ja. Aber es gibt ein Vergleichsvideo dazu, was auch in der Beschreibung der Mod hier drin ist. Da könnt ihr euch das angucken. Dann die Swamp Zone Lightning. Das werden wir uns auch im Video auf jeden Fall angucken, weil das finde ich richtig atmosphärisch. In vielen, in den Sümpfen wird halt die Beleuchtung verändert. Das ist alles nebliger und kriegt so ein, ja, ich sag mal, Blair Witch Project Flair.
leichtes, ja, Gruselszenario fast. Ist auf jeden Fall echt Bombe für die Atmosphäre, für die Stimmung. Und wie gesagt, das werden wir uns auch im Gameplay auf jeden Fall nochmal angucken. Eine Mod, die mir ja nicht gefehlt hat, bevor ich sie nicht hatte. Und dann habe ich aber neulich mal kurz irgendwie ohne Mods gespielt und da ist es mir mega auf den Sack gegangen, ist Galloping in Cities. Also, dass ihr in Städten auch galoppieren könnt. Und die Städte gehen ja normalerweise relativ weit raus. Das heißt, bis zu den Stadtmauern könnt ihr wirklich nicht galoppieren. Und ja, wenn ihr die einmal drauf habt, werdet ihr merken, was das für ein Segen ist, ja, auch schon mal ein paar Meter vorher in den Galopp gehen zu können. Ja. Ich reite bei Witcher auch viel langsam, aber es gibt halt auch Stellen, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt hier einfach mal los und vom Fleck kommen. Genau, dann haben wir More Money for Traders. Das macht einfach nur, dass jeder Händler 5000 ja, Kronen, das ist eigentlich die Währung, ja, ich glaube Kronen, zur Verfügung hat. Macht euch ein bisschen einfacher, euren Stuff, den ihr unterwegs sammelt, zu verkaufen und selbst an Geld zu kommen, um euch wieder Sachen einzukaufen. Ja. Dann habe ich noch ein anderes Silberschwert. Das macht einfach, dass man das normale Schwert vom Silberschwert auch so ein bisschen unterscheiden kann. Finde ich ganz gut, weil wenn man jetzt die Messer im Messer, wenn man die Schwerter im Spiel, hier, die Dönermesser, wenn man jetzt die Schwerter im Spiel zieht, sieht man keinen Unterschied. Diese Mod verändert das, ne? Also ihr könnt auf einen Blick sehen, okay, das ist jetzt das Silberschwert. Das ist einfach ein kleines optisches Gimmick. Genauso wie Improved Sign Effects macht halt, dass die Zeichen noch stärker ausgeprägt sind von der, nicht von der Wirkung, aber vom optischen Effekt her. Ja. Jetzt auch nicht, warum man hier die Bilder nicht laden will. Ja. Gut, ist hier schlecht zu sehen. Können wir uns vielleicht im Gameplay dann nochmal anschauen. So, letzte kleine Sache. Real Witcher Eyes ist ein Paket an verschiedenen Augen vom Witcher. Die Augen vom Witcher sind im Spiel sehr den menschlichen, sehr vermenschlicht. Genau, und diese Mod ändert das ein bisschen, macht es ein bisschen Schlangen- bzw. katzenartiger und tut, ja, tut keinem weh, hat aber einen schönen Effekt, finde ich, weil es nochmal die Besonderheit von Geralt auch irgendwo hervorhebt. Ja, das waren sie erstmal alle 10. Wir springen jetzt mal ins Spiel. Den Spielstart erspare ich euch mal und dann sehen wir uns gleich. So, Leute. Herzlich willkommen zurück. Was wir jetzt machen, ist, dass wir einmal in jede Region reinspringen. Momentan sind wir hier in der Region von Blood and Wine unterwegs. Gefällt mir sehr gut, so diese sommerliche Atmosphäre. Ja. Und ich denke, auch wenn man jetzt keinen Vergleich hat, direkt zu dem ungemoddeten Spiel, dann kann man sagen, dass es einfach top aussieht. Also die Beleuchtung, ist der Hammer. Die Details sind sehr, sehr schön. Und, das ist so ein bisschen, was ich meine, wenn man zum Beispiel da zum Haus guckt, was jetzt zu dem Dach, was direkt über Geralts Kopf ist, so Kleinigkeiten, dass man dort noch die Ziegel sieht und so. Liegt auch an der Auflösung. Wir spielen auf 1440p, 89 Ti. Haben momentan so 45 Frames mit den Mods. Ich habe einen G-Sync-Monitor, da ist es auch noch auszuhalten. Die Aufnahme tut sicherlich auch ein bisschen was dazu bei, obwohl es hier relativ verlustfrei abläuft. Ja. Aber ist schon sehr, sehr schön. Ja, wir laufen noch einmal, gucken noch einmal zum Horizont hier. Hinten das Schloss. Auch noch einmal hier so nebenbei. Ihr seht die Lichteffekte. Ist schon sehr, sehr nice.
So, ich mache mich auf den Weg zum Schnellreisepunkt und dann sehen wir uns gleich in Novigrad und der Umgebung wieder. Also, bis gleich. So, Leute, rein zufällig. Bisschen Gewitter. Ihr seht, die Lichteffekte sind übertrieben krass. Wenn die dreckigen Lensflares stören. Aber ist doch brutal, oder? Wenn die dreckigen Lensflares stören, gibt es übrigens auch eine Mod für. Dann kann man das ändern. Wir sind südlich von Novigrad. Ihr seht, die Details sind auch in der Entfernung sehr, sehr hoch. Alles sieht prima aus. Machen wir noch einen ganz kurzen, eine ganz kurze Meditation. Vielleicht kriegen wir noch einmal schönes Wetter gezaubert. Bevor wir uns auf den Weg nach Skellige machen. Schauen wir uns auch kurz an. Ah, nix da mit schönem Wetter. Ein Versuch geben wir uns noch. Tja, dann ist es halt wie es ist, aber dann hat das auch mal bei Regen gesehen. Sichtweite ist trotzdem schön, auch ja. Wie hinten zum Beispiel diese unterschiedlichen Abstufungen im Nebel. Sehr atmosphärisch. So, ab geht's nach Skellige, Freunde. So, hier sind wir in Skellige. Vielleicht auch mal schön nachts was zu sehen. Es gibt auch noch Darker Night Mod. Da ist nachts richtig zappenduster. Macht allerdings das Spiel ein bisschen schwer und verträgt sich mit den Mods, die ich euch jetzt empfohlen habe, nicht so gut. Also meine persönliche Erfahrung, deshalb habe ich das nicht drauf. Aber wer so ein bisschen auf Realismus steht, kann das mit reinbringen. Auch hier die Beleuchtung, die Schatten von den wehenden Bäumen auf den Gebäuden, seht ihr. Ne? Hier rechts sieht man das sehr schön. Die Lichtstimmung, die Feuer davor. Einfach Wahnsinn, ja. Wir werden mal kurz noch zu einem anderen Ort aus Skellige springen, auch zu einer anderen Zeit. Ich mache das hier mal rein zufällig, dass wir tagsüber auch noch mal was sehen, vielleicht mit ein bisschen mehr Sichtweite, wo keine Berge sind. Also, so, da sind wir wieder. Wir werden mal ein paar Meter laufen. Jetzt, wo ich so, ja, wieder in dem Spiel drin bin, hab's jetzt 2, 3 Wochen nicht gespielt, bin eigentlich mitten bei Blood and Wine. Da stelle ich erstmal fest, ja, wie sehr ich das Spiel eigentlich mag, ist wirklich eins meiner absoluten Favorites, mein erstes Rollenspiel eigentlich gewesen. Aber hat mich einfach so dermaßen geflasht, verbindet mich so eine richtige Liebe zu. Nahezu perfektes Spielerlebnis, so wie ich mir das vorstelle. Und ja, optisch auch ein Brecher. Jetzt werden wir hier angegriffen, das wollte ich eigentlich nicht. Können wir uns aber die Zeicheneffekte nochmal angucken. Wenn er hier nicht vorher stirbt. Wir geben unser Bestes. Schauen wir, dass wir vielleicht noch mal eine andere Uhrzeit hier packen. Auch noch einmal gegen Mittag. Die Sonne etwas höher steht. Also bin ich heute. Und es gibt zum Abend. Sieht fast aus wie morgens. So ist doch schön. Die Sonnenuntergänge sind sowieso der Hammer. So, dann würde ich sagen, wir haben ja gesagt, Swamp Zone würde ich mir noch mal anschauen, die Swamp Zone Lightning Mod, damit ihr das auch noch mal seht, was da so vom Feeling ankommt. Das heißt, wir springen nach Fehlen und dann sind wir auch schon durch. So, Freunde der Sonne.
in den Sümpfen von Fehlen. Mit der Beleuchtungsmod, die hier für den Nebel verantwortlich ist. Ja. Sehr, sehr düstere, ernste Stimmung. Passt zu den Geschichten, die hier auch passieren im Spiel. Und ich finde das Flair so um einiges besser als im Original. Diese Blair Witch Project Stimmung, die herrscht. Ja, sehr, sehr krasse Atmosphäre dadurch auf jeden Fall. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Wenn ihr Bock habt, dass wir uns die Sachen ein bisschen näher angucken und vielleicht uns noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, ich bin jetzt doch relativ durchgerusht durch die jeweiligen Gebiete, können auch nochmal ein extra Video dazu machen. Dann schreibt es irgendwie in die Kommentare. Ich mache mich jetzt an Blood and Wine weiter zu schaffen. Ansonsten euch erstmal alles Gute, bleibt gesund, abonniert den Channel, guckt euch die anderen Videos an, liked meine Facebook-Page und macht's gut, haut da rein.